Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Heute mal ohne Hupe. Wir sind immer noch auf der Karte Bergfluss und machen heute den Auftrag Wasserversorgung. Wir sollen in die Stadt nach White Valley, also die Stadt. Können wir schon mal zeigen. Liegt hier unten, da direkt neben unserer Werkstatt. Sollen wir liefern? Zwei Betonblöcke. Kriegen wir da. Oder aber auch da in der Fabrik. Kleine Rohre, die kriegen wir da, aber die holen wir da nicht. Und Holzplanken, die holen wir auch nicht hier. Wir machen nämlich den Anfang hier noch. Auf Bergfluss, sprich wir fahren einmal nochmal zur Sägemühle. Laden da die Holzplanken wieder auf. Stellen den Anhänger hier oben ab. Machen wieder unsere Umstiegstour, laden hier kurz die kleinen Rohre auf, fahren zurück zum Anhänger und dann rüber nach White Valley. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob die Betonblöcke nur ein Slot brauchen oder zwei. Aber das ist auch erstmal egal, weil wir erstmal fahren mit uns. So, wir fahren jetzt am dümmsten hier raus. Und Zeitsperre auch noch. So, den Anhänger darüber drücken. Und dann rumlenken. So ungefähr sollte das aussehen. Passt. Cool. Wie gesagt, das ist auch die vorletzte. Unser drittletzter Auftrag hier. Jetzt sind wir hier soweit auch durch, was die Aufträge angeht. Quests habe ich hier noch mehr als genug offen, aber wenn da irgendwas Cooles bei ist, dann machen wir die zwischendurch einfach mal so. Aber das ist zumindest nicht geplant, dass ich Kleinkram-Quest-Aufgaben hier noch so mitmache. Was ihr wollt sehen, dann gerne in die Kommentare schreiben. Ne? Ich denke mir, die Auftragsreihe uns da lang zu hangeln, reicht auch ganz gut. Und das werden wir dann, sobald die neue Region dort da ist. Also soweit auch auf weiterführen, würde ich sagen. Dann passt das. Wobei wir, wenn die neue Region draußen ist, wahrscheinlich schon nicht mehr, so vermutlich nicht mehr bei zwei Folgen SnowRunner pro Tag sind. Es wird auf Dauer dann ein bisschen viel mit dem Schneiden, Rendern und Hochladen. Zumal wir nächste Woche auch noch neue Projekte starten wollen. Also auf jeden Fall eins. Dass ich vermutlich auf kurz oder lang auf ein Video am Tag runtergehen werde. So. Aber ich denke, 30 Minuten am Tag sollten auch okay sein. Zumindest vorerst, weil ich halt mich auch noch um Privatleben kümmern muss und nicht vom YouTube leben kann. So, nichtsdestotrotz mach ich gerne YouTube, also ein Video am Tag kriegen wir auf jeden Fall hin, locker. Lockig. Solche Sachen wie die ganzen PTS-Videos, also die Patch-Notes, die, gerade weil die letzten jetzt echt gut gelaufen sind, werde ich natürlich weiterhin machen, auch so schnell wie möglich immer versuchen zu bringen. Aber die sind dann so ein bisschen außerhalb der Reihe. Shit, ich habe schon wieder falsch beladen. Ich bin noch so ein Affe.
Ich muss gleich mal mit dem Kran umladen, das hilft nichts. Das machen wir am besten mal noch hier. Kann man zum Kran den Motor abstellen? Oh ja. Zack. Komme ich mit dem Kran bis nach da hinten? Macht entladen. Packen. Nee. Nee, funktioniert nicht ohne Motor. Okay. Kranmodus. Zack. Nach oben. Fuck. Wahrscheinlich muss ich gleich nochmal abkuppeln. Geht denn der Kran schon wieder hin? Du sollst den Shit einfach mal erstmal da hinstellen. Kran wieder herstellen. Menge lösen. Und ich dachte schon, der fährt da weiter, der Anhänger. Sollte auf jeden Fall nicht. Haken aktivieren, Kranmodus. So, dann schieben wir den hier rüber. Mal gucken, ob das so passt. Zack. Theoretisch müsste das reichen. Dann fahre ich nicht auf so Handbremse. Theoretisch müsste das reichen. So. Sei doch jetzt nicht päpstlicher als der Papst, Anhänger. Das wird wieder nichts, glaube ich. Ah, doch. Wir müssen die Fracht noch verladen. Geil, es hat funktioniert. So. Wie gesagt, ich muss einmal umladen, weil die Holzplanken im Weg lagen. Wir brauchen ja noch die kleinen Rohre, die ich gerne hier holen wollte. Und dahinter, wie schon in der letzten Folge, will ich den Anhänger halt nicht mitnehmen. Deswegen stellen wir den hier oben gleich an der Kreuzung ab, fahren da kurz einmal rüber, holen die kleinen Rohre ab, fahren auf dem Rückweg nochmal tanken. Oder? Ja. Ja. Vorsichtshalber. Auch wenn ich den hier, glaube ich, wieder ausmachen kann. Wie gesagt, fahren auf dem Rückweg auf jeden Fall nochmal tanken. Und dann geht es weiter nach White Valley. So, bleibt der Anhänger hier stehen oder fährt er irgendwie rückwärts oder so ein Shit? Guckt er nicht. Cool. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, Anhänger. Wir fahren kleine Rohre diesmal holen. Geil, da kriegen wir auch hin, glaube ich. So, und die Frage, die sich mir jetzt halt wie gesagt nur stellt, was brauchen die Betonblöcke? Brauchen die ein oder zwei Slots?
Wenn die Betonblöcke nur einen Slot brauchen, brauchen wir in White Valley auch nur einmal fahren, weil dann könnte ich mir wir gehen mal in den ersten Gang. Problem hatten wir ja beim letzten Mal hier schon. Dann könnten wir in White Valley nämlich umladen, uns wieder so einen Schwanenhalsauflieger mit 4 Slots holen. Dann passt das nämlich alles. An der Fabrik ist ja eine Anhängerstation. Könnten wir das so umladen? Ich glaube, wir halten gleich auf jeden Fall mal an der Fabrik an und gucken, ob zum Block noch mit drauf passt. Wenn er nicht mehr mit drauf passt, haben wir Pech. Dann haben wir halt Pech. So. Ja, theoretisch könnte man ja an dem Scout-Auflieger auch tanken, aber den nehme ich mir für schlechte Zeiten auf. So, wir brauchen nicht mittelgroße Rohre, wir brauchen kleine Rohre. Die brauchen auch 2 Slots. Stimmt, die haben wir mit dem Scout-Anhänger mal gefahren. Da war der Scout-Anhänger auch voll. Ja, okay, okay. Daran erinnere ich mich. Das waren jetzt auch kleine Rohre, ne? Ja, irgendwie bin ich gerade richtig vergesslich. Ah, gibt halt manchmal so Tage. Mittelgroße Rohre, kleine Rohre. Ah, der hat nur die beiden Rohre. Die mittelgroßen Rohre waren deutlich größer. Okay, okay. Gut, wie gesagt, wir fahren jetzt einmal tanken auf dem Rückweg. Halten dann an der Fabrik direkt an in White Valley. Gucken wir einmal, wie viele Slots wir für den Betonblock brauchen. Oder die Betonblöcke. Wenn das nur ein Slot ist, dann nehmen wir die gleich mit. Laden quasi die Holzplanken einmal um von dem Anhänger, wo sie jetzt drauf sind, auf so einen Schwanenhals-Anhänger, Auflieger, wie auch immer. Und fahren dann alles auf einmal. Ne, weil Routen optimieren. Das ist jetzt mein Credo, Leute. Wir wollen die Routen optimieren. Und Sprit sparen. Ich finde, Sprit sparen in diesem Spiel eigentlich gar nichts bringt, also außer dass man halt weiterkommt, weil Sprit ist kostenlos, ja. Ja gut. Aber wie gesagt, man muss ja generell ein bisschen mit Sprit aufpassen, wegen der Reichweite, mehr als wegen des Geldes. Wie gesagt, Tankfüllungen sind ja Gott sei Dank kostenlos. Das macht die ganze Thematik ja aber immer so ein bisschen abstrakt mit dem Tanken, sagen wir es einfach mal so. Da gibt es einige halt, die sich auch beschweren. Ja, ich will jetzt nicht beschweren sagen, aber ihr Unverständnis darüber äußern, warum man dann überhaupt tanken muss, wenn es eh keine Kohle kostet. Ich glaube, dass sowas fragt man auch nur auf der ersten Map. Also wenn man irgendwie das Spiel neu gestartet hat, so gefühlt. Irgendwann merkt man schon die Thematik hinter dem ganzen Tanken. Also, finde ich zumindest. Ja, das bringt halt schon ein bisschen Spannung mit rein. Gerade wenn du eine Map hast, wo keine originale Tankstelle hast und du da relativ viel drauf erledigen willst und keine Garage hast, dann musst du entweder jedes Mal dich bergen oder dich um verdammten Betankungspunkt kümmern, ne? Das gehört halt auch mit dazu. Das nennt man dann nämlich Planung.
Und ich finde, diese Planung ist schon komplex genug, weil mir mal angeguckt habe, ich habe den auf die eine Michigan Map hatte ich ja den World BM mit samt vollen Tank hingestellt. Also Tankrahmenaufsatz. Und wir sind da so viel hin und her gefahren auf der Map für die Aufträge und Aufgaben. Wo ich mir vorher dachte, was passen da in den Tank rein? 2000 Liter glaube ich auch in den Rahmenaufsatztank. Ich mir vorher dachte, jo, reicht dicke. So dicke war das nachher nicht. Der war fast leer. Ne? Der war halt fast leer. Ich meine, gut, wäre auch halb so schlimm gewesen. Da waren auch noch eine Menge Tankauflieger auf der Karte. Die man, ich glaube, ich habe immer noch nicht alle darunter geholt, weil wir den Anhängershop auch erst spät entdeckt haben. Das war auf jeden Fall anstrengend. Hinten raus. Aber wie gesagt, gehört halt dazu. Und das bietet dem, also glaube ich, auch unterschiedliche Optionen, das Spiel halt zu spielen. Entweder du sagst halt, jo, ich berge nach jedem Auftrag. Fahr dafür nochmal quer übers Smithville-Talsperre rüber. Um wieder auf die andere Karte zu kommen. Also Respekt an die Leute, die vielleicht so machen. Mir war deutlich irgendwann zu viel da, gerade mit den Trucks rüber zu fahren. Uff. Uff. So. Wie mache ich denn das am besten jetzt? So, wir lassen den Anhänger erstmal kurz hier vorne wieder stehen. Im Notfall holen wir ihn gleich rein. Dann halten wir jetzt hier an. Betonblöcke. Ja, dort sind die, die wir brauchen. Die brauchen nur einen Slot. Easy. Dann machen wir das jetzt weiterhin anders. Moment. Wir nehmen unseren geilen Truck. Das passt jetzt hinten. Ist immer so lang. Was der? Und ein Tiefladeraufhänger. Genau, den wollte ich haben. Den stellen wir uns hier hin. Und direkt wieder lösen. Wir holen unseren anderen Anhänger rein, packen das Holz damit drauf. Und die Rohre am besten auch. Fertig. Hat weg ist es nämlich weg, Entschuldigung. Und dann können wir den auch gleich wieder verkaufen. Ach komm schon. Doch. So. Frisst jetzt natürlich wieder ein bisschen Zeit, die ein bisschen lame ist, aber hey. So muss ich nicht einmal runter zur Stadt fahren, nochmal hierher fahren und nochmal runter zur Stadt fahren. Upa! Okay. Haken aktivieren. Fahrmodus. Nee, stopp. Wir müssen erstmal Fracht entladen. Genau. Jetzt Kranmodus. Zack. Anhaken. Hoch mit dem Zeug. Hoch mit dem Zeug, rüber mit dem Zeug. Müsste man noch ein Stück drehen. Ein Stück zurückdrehen. Können wir das hier schon mal. Oh, bin jetzt schon wieder zu weit gedreht.
Nee, nach unten, nach unten, nach unten. Lösen. Wir müssen ihn gleich nochmal abkuppeln. Nach oben. Wir müssen ihn gleich nochmal umsetzen. Kram wieder herstellen. Anhänger lösen. Dann fahren wir einmal kurz hier rum. Nur um den letzten Block hier nochmal besser greifen zu können. Haken aktivieren, Kranmodus, zack. Dann kann man nämlich jetzt den letzten Block da noch in Ruhe rübersetzen. Andersrum. Zack. Runter mit dir. Ich finde, wir haben das recht vernünftig gemacht, will ich jetzt mal bauen. Das war nach oben zu lange. Drinnen hier auch noch mal ein bisschen gerade. Gehen damit noch mal einen ganz kleinen Tick nach rechts rüber. Zack. Das ist ja fast. Ey, komm. Oder? Das ist ja fast wie gewollt. So, aber wir wollen nicht lange quatschen. Dann wieder herstellen. Das ist doch schon fast wie gewollt. So, ich muss den Anhänger hier nochmal ankoppeln, damit ich ihn nämlich kaufen kann. Wir müssen nur gleich dran denken, wenn wir losfahren, dass wir die Fracht auch verladen. Und bam, Betonblöcke haben wir auch. Und den ganzen Kladderadatsch bringen wir jetzt zur Stadt noch rüber. Also da direkt neben unserer Werkstatt. Fahren wir mal rein. Einmal gegenlenken, Anhänger an. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Entladen, verladen. Ist alles verzogen, ja, genau. Wird uns jetzt alles oben auch angezeigt. Wir sind schon geile Dorsche, was da dann geht. So, fast. So, ich brauche aber gleich wieder noch ein Foto. Dafür müssen wir auch noch mal ganz kurz Pause machen. Du stehst jetzt natürlich echt gut, scheiße. So. Der Schnee nervt eigentlich auch gerade, aber so sollte der trotzdem gehen, oder? So. Gas geben. Schön durch den Schnee hier durchfrieren. Muss noch mal gucken, irgendwas hat meinen zweiten Monitor verstellt heute. Ich hatte ein Grafik-Update heute. So, Grafiktreiber-Update. Gucken, irgendwie sieht OBS da heute ein bisschen komisch aus. Aber das sind so die üblichen Probleme, die man gerne mal nach irgendwelchen Updates hat. So, wie gesagt, wir fahren jetzt hier einfach über die Brücke. Dann kommt ja nochmal die Tankstelle noch, oder sind wir schon dran vorbei? Ja, ich glaube, wir sind schon dran vorbei, ne? Da vorne ist schon das Sägewerk, glaube ich. Da geht's schon zum Sägewerk. Ich glaube, wir sind schon an der Tanke vorbei.
oder? Oh nee. Ist nicht das Sägewerk. Nur die Massengewerk da hinten ist das Sägewerk. Ach, das ist echt noch die Tanke. Naja, gut. Egal, wir brauchen die Tanke trotzdem nicht, Leute. Hier steht auch Last Chance. Für Tanking. Last Chance for Gas Station. Steht auch noch ein Scout-Tankauflieger, sehe ich gerade. Ich glaube, den habe ich nicht mal offiziell entdeckt bisher, oder? Ja, der ist noch dunkelgrau. Ach du Kacke. Gibt es ja noch ewig viele von denen. Leute. Na gut. Das ist halt alles Geld, was noch hier irgendwo rumsteht, ne? Muss man ja so auch mal sehen. Wobei ich glaube, mittlerweile haben wir eigentlich recht gut Geld. Ich habe, glaube ich, aktuell nur einen Truck, den ich verkauft habe aus Cashgründen. Das ist der Pacific B12. Der, den man in Michigan auf jeden Fall findet. Den habe ich vertickert, weil ich ein bisschen Cash brauchte für diese ganzen, ja, Updates von den ganzen anderen Trucks. Wobei ich hier auch mal insgesamt durchgehen muss. Ich habe bei vielen gesehen, dass ich dann auch irgendwie Federung dreifach habe, die ich gar nicht nutze. Reifen irgendwie ewig oft habe. So, also gerade diese ganzen Standardreifen, die kann ich ja immer noch alle verdickern. Und auch die Standardmotoren. Damit würde ich, glaube ich, wieder ein bisschen Geld reinholen. So, aber wir sind am Abgabepunkt angekommen. Zack, zack, zack. Profil Wasserversorgung. Wir haben es noch rechtzeitig geschafft. Es wird zwar noch eine Weile dauern, bis das Wasser fließt. Aber wir haben unsere Arbeit getan. Vielen Dank. Jo, kein Thema, oder? Da krieg ich ja nix. Wollte vorher Profil-Kontostand sagen. Falls ihr euch wundert, wieso Profil-Wasserversorgung. Nee, nee. Wasserversorgung hieß die Quest. Cool. Das war's auch für diese Folge. Wir haben heute wieder gut was geschafft. Mussten heute wieder mal ein bisschen länger machen, aber da geht noch klar. Die halbe Überstunde hält unser Fahrer auch aus. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.